Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, hier zu Field of Glory Empires. Ja, wir sind wieder zurück. Wir waren beim letzten Mal stehen geblieben. Wir haben uns hier die ganzen Interface-Geschichten obenrum angeguckt, hier an der oberen Leiste. Aber wir haben uns noch gar nicht mehrere andere Dinge angeguckt. Unter anderem hier die Kartenmodi. Es gibt hier ein Besitz-Overlay, Bevölkerungs-Overlay. Da sehen wir hier, wo die meiste Bevölkerung ist. Natürlich da, wo die großen Nationen es sind am Anfang. Das ist ja irgendwie klar. Landkosten, Futterwert, sehen wir hier ganz interessante Informationen, die man sich hier anzeigen lassen kann. Vorratsoverlay, da geht es um, ja, die überschüssigen Vorräte, die eben in der Provinz oder in der Region liegen, sollte man sagen, nicht in der Provinz. Kampfkraft-Overlay, das ist natürlich bei uns, wo die Truppe steht am meisten. Loyalität, auch ganz wichtig, da mal hin und wieder drauf zu gucken. Bewegungs-Overlay. Ne, ihres Geländes farblich markiert. Die Landkosten sind 3. Im Übrigen, wir haben als Germane den Vorteil, dass wir uns im Wald hier um 1 weniger Kosten bei der Bewegung haben. Das heißt, wir haben nicht 3, sondern nur 2 Bewegungspunkte, soweit ich das jetzt hier im Kopf habe, die wir hier überwinden müssen, weil unsere Truppen, oder zumindest der Großteil unserer Truppen hier, schwere Infanterie, genau, STRG, bewegen 4. Achso, Waldbewohner. Die schwere Infanterie übrigens nicht, aber die Rex Custodie, das sind quasi die Leibwachen oder die Garde, die hat Waldbewohner, Bewegungsbonus, Angriffs- und Verteidigungsbonus im Wald. Und auch die normalen Krieger haben das und auch unsere Plänkler. Nur die schwere Infanterie, die hat das nicht, die wir am Anfang haben. Aber gut, dem sei entsprechend so. So, das können wir auch einklappen. Das ist interessant. Wir können hier einen Suchort eingeben. Das kennen wir eigentlich auch schon aus Paradox-Spielen so ähnlich. Na gut, politisches Overlay ist klar. Das sind jetzt hier die großen Staaten, mit denen können wir nach und nach in Kontakt treten. Wir haben Provinzen-Overlay. Da sehen wir es nochmal. Germania Magna. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ah ja, genau. Dann haben wir hier Germania Meridionalis, Germania Inferior, also kleines Germanien sozusagen, großes Germanien. Und Meridionalis heißt das mittleres Germanien? Ich bin mir nicht ganz sicher. Oder niederes und höheres Superior? Ich bin mir nicht, ich weiß nicht. Mein Latein ist schon so lange her, egal. Aquitania, Transalpina und so weiter und so fort. Bohemia, Germania Orientalis, also das weit im Osten gelegene Germanien. Dann haben wir hier noch Kimbrica Firma, da wo die Kimbern und, ja nicht die Teutonen, aber die Kimbern herstammten bei ihrem Völkerzug im 1. Jahrhundert vor Christus. Ich glaube, die Teutonen stammten eher irgendwo hier aus dem zentralgermanischen Bereich. Ja, das sind die Provinzen. Dann haben wir Handelsgüter-Overlay. Handelsgüter, das gucken wir uns nachher auch nochmal an. Das ist richtig interessant. Wir haben nämlich hier Hanf in unserer Hauptprovinz. Das ist ganz interessant. Hier drüben gibt es Pelze, es gibt hier direkt in der Nachbarschaft Eisen, es gibt hier noch Kohle, Teer, Wildtiere. Interessanterweise Kohle. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, die meisten Sachen sind hardcoded hier, die Handelsgüter. Ich glaube, die sind nicht so zufällig generiert, sondern die sind wirklich jedem Szenario-Start entsprechend gleich. Hier hinten ist Honig zum Beispiel noch. Also man kann hier schon einiges bekommen. Und das ist auch ganz wichtig für die Gebäudeproduktion. Aber das gucken wir uns dann gleich auch nochmal an. Vermächtnis und Weltwunder. Hier sehen wir schon, hier drüben befindet sich eine sogenannte Irminsul. Ich hatte sie ja schon im Intro-Video erwähnt. Ein sehr mysteriöses, holzartiges, baumartiges Objekt vermutlich. Als Anbetungsort, wo man gar nicht so genau weiß oder von dem man gar nicht so genau weiß, wo es gestanden hat. Ob es mehrere davon gab. Vermutlich ja. Das wird hier oben verortet in der Provinz Adrana oder in der Region Adrana. Ich sage immer Provinz, weil man ist ja gewöhnt, dass die einzelnen Bestandteile immer Provinzen zu nennen. Aber hier sind es halt Regionen und Provinzen sind der übergeordnete Bereich. So, Dekadenz und Strukturen ist jetzt noch nicht sonderlich viel zu sehen, kommt aber alles noch. Beziehungen natürlich auch dann später. Und Ethnizitäten, ich glaube, es soll eigentlich Ethnien heißen. Bin mir nicht sicher, ob Ethnizität ein korrekter Begriff dafür ist. Aber wir sehen hier schon, was es da alle gibt. Das sind hier die Germanen, das ist hier diese dunkelgrüne Darstellung. Die hellgrüne sind die Kelten, dann haben wir hier die italienische oder italische Bevölkerung und so weiter und so fort. Die Iberer hier unten, also ganz eindeutig hier gefarbcoded sozusagen. Und es gibt natürlich Ziele.
Unser Ziel ist bisher nur Semana selbst, aber wir werden im Laufe der Zeit neue Ziele bekommen, die wir erobern sollen. So, das ist erstmal eine wichtige Sache. Die zweite wichtige Sache ist dieser Bildschirm hier, der Regionenbildschirm. Und dort sehen wir, wie unsere Bevölkerung hier auf verschiedene Produktionsorte verteilt ist. Das hatte ich bei der letzten Folge schon erwähnt. Sklaven sind eigentlich überwiegend dazu geeignet, hier Infrastruktur, das ist die zweite Reihe, und in der ersten Reihe Nahrung zu produzieren. Wir sehen schon, plus 15 Nahrungsüberschuss, plus 7 Infrastrukturproduktion. Wenn ich jetzt hier den einen Sklaven noch auf die Nahrung bringe, haben wir plus 25. Der gibt uns also sogar 10. Das heißt, der Sklave produziert hier wirklich sehr, sehr viel. Aber auch, achso, wenn wir die alle wegnehmen. Nee, die will ich nicht alle wegnehmen. Ach, guck mal, die drei könnte ich jetzt hier unten hinbringen. Dann haben wir hier plus 12 und plus 10. Und so kann man das so ein bisschen hin und her schieben, und zwar unbegrenzt häufig während einer Runde. Ja, wir haben hier ein Waffenlager übrigens stehen. Das ist hier ein Militärgebäude, an der roten Farbe erkennbar. Und das gibt einen Bonus von 10 Ausrüstung aus Waffen fehlt, weil wir hier keine gelagert haben oder wie auch immer. Oder ist das ein Handelsgut offensichtlich? Offenbar schon. Okay, dann haben wir hier ein Handwerksviertel, ein Freudenhaus und ein Stammesrat. Diese Gebäude sind auch mehr oder weniger zufällig, die man am Anfang hatte in der Hauptprovinz. Ich hatte hier auch schon mal so einen Anbetungsort oder sowas in der Richtung. Wie nannte sich das? Nicht ein Tempel, sondern so ein Kultort. Genau, den hatte ich auch schon mal. Hier ist es jetzt ein Freudenhaus. Loyalitätsbonus kriegen wir dafür. Aber auch Dekadenzsteigerung ist eigentlich nicht so ideal. Gut, dann haben wir den Stammesrat, der kostet auch keinen Infrastrukturunterhalt. Schaltet hier die Leibwache frei, zwei Garnisonen und Kultur und ein bisschen Mannstärke-Bonus. Dann haben wir hier ein Jagdgebiet, der Jagd versorgt. Der spurlose Wald und die Sümpfe, wie der römische Geograf Pomponius Meller ihn beschrieb, verläuft wie eine tiefe, unwegsame Baummauer, ohne Unterbrechung von Rhein bis nach Dakien. So. Hier in ihrem Zuhause organisieren die germanischen Krieger riesige Jagdgesellschaften, um zahlreiche Tiere zu sammeln. Die meisten werden gegessen, einige werden bei benachbarten Nationen eingetauscht. Ja, wir bekommen hier Geld und Nahrung als Einkommen und bekommen sogar einen Bonus, 6 Geld aus Wildtiere. Und jetzt kommen wir hier zum speziellen Mechanismus hier. Und zwar ist das jetzt so, wir bekommen den Bonus schon. Wenn der rot ist, dann könnten wir den, glaube ich, bekommen, ne? Ja, nee, dann steht hier, was uns fehlt. Okay, wenn was fehlt, dann würde es dabei stehen. Wir haben nämlich Wildtiere und das kann man hier bei Handelsdetails links sehen. Hier sehen wir in unserer Provinz Semana haben wir hier Hanf als natürliches Handelsgut. Dann gibt es noch hergestellte Handelsgüter über Gebäude, importierte Handelsgüter, die wir aus anderen Provinzen innerhalb der Reichweite importieren. Ihr seht, wir haben also eine Reichweite von zwei Regionen, durch die wir hier importieren könnten. Wir haben fehlende Handelsgüter, aktuell gar keine, und fehlende Bonushandelsgüter. Das sind also, das Spiel unterscheidet zwischen benötigten Handelsgütern und Bonushandelsgütern. Das hier sind zwei Bonushandelsgüter, Parfüme und Waffen. Die gibt es, glaube ich, weit und breit hier nicht. Also die können wir uns sowieso abschminken. Aber die haben wir dann eben nicht. Das ist aber auch nicht so dramatisch. Dann gucken wir mal in der nächsten Provinz, in Logna. Oder Lonja. Handelsdetails, hier haben wir nämlich Wildtiere. Hier könnt ihr auch schon sehen im Tooltip, welche Gebäude dieses Handelsgut als Bonus verwenden. Da sind wir nämlich bei der Jägerhütte, beim Meisterjäger, beim Handelshaus, Gladiatorenschule, Grab des Adligen und beim Jagdgebiet. Und Gebäude, die dieses Handelsgut brauchen, ist die Irminsul. Das heißt, sollten wir dieses Gebiet erobern, dann braucht die Irminsul aus einer Entfernung von maximal 2 Regionen Wildtiere. Hier haben wir jetzt Wildtiere, das heißt, wenn wir das hier erobern, dann genau, aktuell importieren die das von hier unten, weil es ein unabhängiger Stamm ist. Hier sehen wir auch, woher das importiert wird über 2 Reichweite. Wenn wir das erobern, dann wird das von uns aus importiert, weil das, glaube ich, günstiger ist oder so. So ist das irgendwie im Spiel gemodelt. Dann kostet der Import, glaube ich, irgendwie 50% nur vom Ursprungswert. Also dann wird das quasi günstiger und man hat hier genau, man hat das hier Bedürfnis importiert, Vermächtnissteigerung um 1. Also diese Region zu erobern, das wird bald, denke ich mal, schon wichtig für uns werden. Okay,
Ja, das ist das eine. Dann haben wir hier die Einheitenwarteschlange. Wir können natürlich jetzt noch neue Einheiten bauen. Am besten natürlich hier, hier gibt es noch einen Belagerer-Trait, da steht gar nichts zu drin. Hier Waldbewohner habe ich euch schon beschrieben. Wir kriegen Boni auf Angriff, Verteidigung und Bewegung. Aber nur bei den Kriegern, bei den schweren Infanterieleuten bekommen wir das entsprechend nicht. Und die können wir auch gar nicht bauen. Okay. Ja, wir könnten eine neue Einheit bauen. Hier unten sieht man dann, wie viel das kostet und wie viel Unterhalt das braucht. 4 Geld, 7 Mannstärke. Es kostet 15 Geld, 35 Mannstärke, 4 Metall und 10 Ausrüstung. Ausrüstung haben wir eben gesehen. In der Provinz wird hier aktuell 6 Ausrüstung produziert und 0 ist aktuell im Stockpile. Also wir würden beim Bau der Krieger Minus machen. Ach, deswegen brauchen wir auch 2 Runden, um den herzustellen, weil wir noch nicht genug Ausrüstung haben. Ah, okay, das heißt, das können wir jetzt sowieso noch nicht direkt machen. Aber so funktioniert das Ganze. Jetzt können wir mit unserer Armee natürlich dann sagen, wir wollen hier eine der unabhängigen Provinzen angreifen und für uns beanspruchen. Da gucken wir aber gleich nochmal drauf. So, was bauen wir jetzt hier, ist dann die nächste Frage. Das ist zufällig auch aufgebaut hier, welche Gebäude man bauen kann. Man kann die hier auch shuffeln. Das heißt, die Gebäudevorschläge mischen. Das dauert dann nochmal 2 Runden. Dann haben wir hier neue Vorschläge. Ein Gestüt produziert Pferde. Kostspielig in der Einrichtung und Wartung produziert auch Pferde, die vom Pferdestall Militärgebäude verwendet werden. Ja. So, schwere Infanterie können wir erst bauen mit dem Übungsplatz. Den könnten wir auch bauen. Kostet natürlich Geld und auch im Infrastrukturbereich einiges. Benötigt Bedürfnisse Flachs. Handel erforderlich. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wo ist eigentlich Flachs? Handelsgüter-Overlay. Und wir sehen, da drüben ist Flachs. Bei Gothia Ulterior. Mit denen könnte man das einhandeln. Das kostet natürlich dann sehr viel Geld. Bernstein ist hier drüben auch. Ansonsten haben wir hier hinten noch Flachs in Amoriga, aber das ist alles sehr weit weg. Also, das ist zum Beispiel so ein Gebäude, das ist sehr schwierig, weil wir eben hier keinen direkten Zugang zu Flachs haben. Wir müssen es teuer importieren. So, dann könnte man eine Weberei bauen, aber wir haben weder Wolle, Baumwolle noch Flachs. Bonus haben wir also nicht, das macht also wenig Sinn. Kultort könnten wir bauen. Für weitere Kulturboni, Konvertierungsbonus für ein neuer Glauben. Ja, okay. Es wird dazu beitragen, Menschen zu ihrer ethnischen Zugehörigkeit zu konvertieren. Also wenn wir jetzt Pops haben, die nicht germanisch sind, dann würden die zu germanisch konvertieren mit einer Rate, die hier beeinflusst wird vom Konvertierungsbonus. So funktioniert dieser Kultort. Auch ganz interessant. Dann haben wir hier Viehställe, also sowohl Nahrung als auch Infrastruktur bietet. Bonus von Nahrung, 3 Infrastruktur, Nüsse und Samen und Getreide haben wir hier aber nicht. Bedürfnisse Vieh, dazu ist Handel erforderlich. Genau, dann haben wir noch ein Salzhaust, auch das müssen wir einhandeln. Das kostet uns einiges an Geld, aber wir bekommen vor allen Dingen auch einige Nahrung und Gesundheit. Und ich glaube, am Geld wird es bei uns relativ wenig scheitern. Kostet aber auch 2 Unterhalt. Ich weiß nicht. Was hatten wir da? Salz. Das müssten wir hier oben einhandeln. Oder eben es erobern oder so. Das wäre natürlich günstiger. Wir könnten es sogar. Können wir das direkt einhandeln? Ist das hier eine Provinz, die angrenzend ist? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das hier zählt. Da müssen wir mal gerade. Handelsdetails, ja, das zählt tatsächlich in unsere Handelsreichweite rein. Also könnte man das Salz tatsächlich auch importieren. Das wäre also möglich. Natürlich relativ teuer. Aber dafür hätten wir einen ordentlichen Nahrungs- und Gesundheitsbonus. Den sollte man auch nicht verachten. Naja, gut, das können wir gleich noch entscheiden. Wichtig ist auch, dass wir hier uns mal die ganzen Trades und Boni und so weiter und Verläufe angucken. Also, das ist natürlich die Hauptstadt der Cherusker.
Hier werden Entscheidungen aktiviert und so weiter. Dann haben wir hier eine Übersicht über die Provinz. Das ist also eine Waldprovinz. Kosten 3 Geländeverteidigung, 2 Front, 6 für die Kämpfe. Verteidigungsstufe 2, falls wir angegriffen werden. Garnisonseinheiten und Kampfstärke werden dadurch beeinflusst. Angesammelte Dekadenz steigt leider durch das Freudenhaus an. Das ist natürlich nicht so gut. Ja. Ja, genau, 10% der Dekadenz wird zurückgenommen pro Runde, aber wir bekommen ja einen Malus von 20% sowieso doch da drauf. Also das ist eine sehr unglückliche Kombination, dieses Freudenhaus mit unserem Dekadenzherrscher hier. Das ist richtig blöd, aber können wir jetzt nicht ändern. Dadurch ist die um 0,85 jede Runde angesammelt. Das ist schon sehr, sehr doof. Ich glaube, der Wert wird dann nochmal erhöht um die 20%. Das ist echt mies. Na gut, Loyalität und Aufstandsrisiko. Wir sehen hier 79 Loyalität durch Wohlstand, durch Gebäude und so weiter und so fort. Da haben wir ja gesagt, wir wollten auch die Entscheidung schon mal fällen, dass wir hier das Fest zum Kalender hinzufügen, einfach damit wir die Loyalität bekommen. Denn Loyalität ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr wichtig. Und das will ich auf jeden Fall machen. So, das haben wir schon gemacht, genau. Dann bekommen wir hier nämlich einen Loyalitätsbonus. Der müsste jetzt, ist der hier schon angezeigt? Ich glaube, erst in der nächsten Runde dann. Gut, Gebäudeplätze 3 von 5. Wir können also nur noch, also es gibt Gebäude, die brauchen keine Gebäudeplätze. Deswegen steht hier nur 3 von 5. Ich glaube, die beiden sind hier irgendwie for free. Oder 2 von den 5 hier sind for free. Deswegen 3 von 5. Wir können also 2 Gebäude noch bauen. So, was machen wir jetzt? Schaffeln wir durch oder... Oder. Ich würde ja sagen, wir nehmen das Salzhaus. Das kostet uns zwar viel Geld, aber... Wobei natürlich Pferde zu produzieren auch ganz interessant ist. Das Ding ist halt, bei den Keruskern genauso wie bei den Germanen insgesamt, Pferde und Gestüte, das ist nicht dasselbe, was wir uns darunter heute vorstellen. Pferde in der damaligen Zeit im Raum Germaniens waren sehr klein, also so eher ponyartig. Und das hat mit Militärproduktion nachher nicht viel zu tun. Also die Germanen hatten faktisch, soweit ich das gelesen habe, keine Reiterei, weil sie eben diese Ponypferde hauptsächlich zur Landwirtschaft eingesetzt haben. Das macht also wenig Sinn, jetzt hier rollenspielerisch, historisch irgendwie hier so ein Gestüt zu bauen für Pferde. Das ist für eine weitere Benutzung irgendwie. Ich würde sagen, wir bauen das Salzhaus. Wir importieren Salz. Vielleicht können wir das später sogar noch erobern, dann wird es günstiger. Alles andere macht hier aktuell, finde ich, wenig Sinn. Wir könnten es durchwechseln, aber was wir dann für Dinger kriegen, wissen wir nicht. Ich würde sagen, das Salzhaus bauen wir hier hin für 7 Runden. Wir könnten das natürlich noch beschleunigen, indem wir jetzt hier die beiden Sklaven dahin packen. Dann haben wir jetzt quasi die Nahrung auf 0. Heißt also, das Bevölkerungswachstum ist auf 0 gesetzt. Dafür haben wir jetzt in 4 Runden das Salzhaus fertig und können da wieder umschwenken. So könnte man das zum Beispiel machen. Dann haben wir hier die zweite Provinz. Und auch da müssen wir mal gucken. Ah, okay, wir würden sogar Bevölkerung verlieren, oder wie? Tatsächlich. Das geht natürlich nicht. Okay, hier haben wir 5 und hier haben wir, ja. Okay, also, liebe Leute, was machen wir hier? Wir können hier ein Handfeld bauen, aber das kann bereits aus Semana importiert werden. Also hier Hanf zu produzieren, wäre jetzt so ein bisschen doppelt gemoppelt. Macht also eigentlich auch wenig Sinn. Sanitäranlage, Gesundheit, Infrastruktur minus 2. Kostet halt den Unterhalt 2. Ja. Sanitäranlage klingt auch nicht gerade sehr germanisch, muss ich sagen. Sägewerk produziert Sägeholz, kann aber aus Herkynia importiert werden. Na, wir könnten es aber auch selber produzieren. Es kostet natürlich eine lange Zeit, weil das sehr viele Infrastrukturkosten hat. Also da müssten wir ganz lange für produzieren, ne? Da könnten wir einen Ofen machen. Das ist auch interessant. Der Ofen kostet uns natürlich Infrastrukturunterhalt und auch Geld. Aber es gibt für Metall und Kohle Bonus von 7 Metall aus Kohle. Ah ja, okay, wir brauchen also Eisen für den Ofen. Macht ja auch irgendwie Sinn.
Und wir bekommen einen Bonus von weiteren 7 Metall, die wir produzieren, wenn wir Kohle bereitstellen. Kohle haben wir in der Nachbarschaft, da bin ich mir ziemlich sicher. Wenn wir das Handelsoverlay mal angucken, das kann man ja auch verschieben. Dann sehen wir hier, hier gibt es zum Beispiel Kohle, hier oben nicht. Hier gibt es Kohle in Sala und halt in Rura. Und wir haben hier auch Eisen in Tremonia. Also direkt in der Nachbarschaft könnten wir hier für all diese Güter sorgen. Und mit, jetzt habe ich mich verklickt, mit diesem Ofen. Oder eine Andachtsstätte könnten wir auch bauen, aber Myrrhe und Weihrauch haben wir nicht. Loyalitätsbonus, Weissagung und alter Glauben. Ja, ich glaube, so ein Ofen wäre schon nicht schlecht wegen unseren in der Nachbarschaft liegenden beiden Ressourcen, Kohle und Metall. Ne, und so fängt das halt an, dass man überlegt, was baue ich mir hier hin, lasse ich es nochmal durchschaffeln, also durch zufallsmäßig ausgeben. Das ist ein interessantes System, so ein bisschen wie in Stellaris mit der Forschung. Und es ist halt deswegen so spannend, weil ich nicht alles brauche und mich wirklich entscheiden muss anhand der Handelsgüter, was will ich jetzt eigentlich haben. Ich würde sagen, wir bauen das. Dauert 7 Runden, aber das können wir jetzt nicht ändern. Dafür haben wir so lange kein Bevölkerungswachstum hier drin. Das ist eigentlich auch nicht so schön. Wie lange braucht das? 11 Runden, um zu wachsen. Dafür dann hier 12 Runden. Ich will den lieber früh haben, den Ofen. Bin ich ganz ehrlich. Und hier die 4 Runden fürs Salzhaus sind auch okay. Dann wächst die Bevölkerung hier erstmal nicht. Das ist aber nicht weiter dramatisch. So. Dann hätten wir das schon mal gemacht. Ich hoffe, ihr habt so einen ungefähren Einblick, wie die ganze Geschichte hier funktioniert. Alles Weitere wird sich dann, denke ich mal, im Laufe der Zeit auch noch ergeben. Ja, jetzt könnten wir natürlich mit unserer Armee noch irgendwo hinziehen. Wir haben hier einen Herrscher oder einen Anführer namens Altgiesel. Der hat eine Angriffswertung von 1, eine Verteidigungswertung von 2, ausgezeichnete Gesundheit. Zusätzliche Kampfwürfel den Einheiten. Wir hätten noch, oh, wir haben Arminius. Ein Taktiker, Angriffbonus plus 1 und Verteidigungsbonus plus 2. Und der hat eine Angriffswertung von 2. Das wäre ein guter, das ist ein Wildnisexperte, das ist auch nett. Aber der Arminius, der wäre ja ein richtig fähiger Mann, der hier für die Angriffswertung richtig, richtig super ist. Da könnten unsere Truppen sehr, sehr, sehr gut kämpfen. Ach so, aber Taktiker kriegt er nur im Gelände offen. Also nicht im Waldbonus. Das heißt, okay, er gibt uns dann doch nur die 2 Angriffswertungen. Aber das ist ja schon mal besser als Altgiesel mit 1. Also lassen wir hier unseren Arminius, lassen wir bitte drin. So, und ja, dann können wir mit dem schon mal sagen, wir greifen hier gleich an. Ich würde aber vorher sagen, wir warten noch eine Runde ab, machen erstmal nichts, weil es ist mir schon mal passiert, dass hier dann das Ziel ausgegeben wurde in der nächsten Runde, dass wir hier das als Ziel einnehmen sollen. Und wenn wir es schon eingenommen haben, ich weiß gar nicht, bekommen wir dann das Ziel hier noch reingesetzt, weil es geht ja um die Vermächtnispunkte. Und es wäre schade, wenn wir den Vermächtnispunkt quasi verpassen, weil das Ziel vorher nicht gesetzt wird. Also die eine Runde müssen wir, glaube ich, schon noch einmal abwarten. Dann machen wir hier mal ein Rundenende. Wir haben ja alles Weitere eingestellt. Mit irgendwelchen anderen Nationen diplomatische Beziehungen aufnehmen, ist jetzt sowieso noch nicht angesagt. Von daher werden wir erstmal die Runde verarbeiten lassen. Und dann schauen wir mal weiter, wie es hier vorangeht. So, wir sehen jetzt hier diese Kultur- und Dekadenzränge. Wir haben hier minus 10 verloren. Sind bei 75 KDV. Also ganz weit unten. Das ist richtig schlecht. KDV, ja. Wir müssten hier wirklich... Ich weiß gar nicht, was minus 10 jetzt heißt. Naja, gut. Das wird für uns nicht so gut sein. So, die Gesundheit hat sich zu okay verschlechtert vom Herrscher. Das ist nicht so schön. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass er stirbt, steigt. Ja, genau, das wird jetzt zum Ziel erklärt, Adrana. Das scheint irgendwie auch Hardcode zu sein. Und wir haben jetzt ein neues Fest zum Kalender hinzugefügt. Armeestärke wächst, Einheitenzahl 12. Geldüberfluss, in 1 Runden gewonnen, Mannstärkeüberfluss. Metall stabil. Loyalität ist angestiegen auf 83 durch unsere Entscheidung, sehr gut. Das ist schon mal schön, Loyalität ist wichtig.
Und jetzt können wir hier mit der Armee nach Adrana marschieren und mit Arminius dann die erste Schlacht vollführen. Ein wenig vor seiner Zeit, aber das ist ja vermutlich auch ein anderer Arminius, von daher passt das schon irgendwie. Okay, wir sehen hier die Produktion oder der Bau der Gebäude geht weiter. So wie auch geplant, das lassen wir auch alles so. Ich würde sagen, das wäre es erstmal für diese Folge. In der nächsten Folge werden wir dann rüberwechseln in die Schlacht und werden uns mal angucken, wie Arminius hier die Schlacht erfolgreich oder nicht erfolgreich schlägt. Hoffen wir das Beste. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Tassenauer sagt ciao, ciao.